So lieben wir unsere Landschaft. Tausende alte Obst- und Gemüsesorten wie die Möhre Ochsenherz oder die schwäbische Alblinse. Doch diese Idylle ist bedroht. Im Supermarkt finden wir nur genormte Sorten einerlei. Ebenso auf vielen Feldern. Die Vielfalt verschwindet. Den Saatgutmarkt beherrschen heute wenige Konzerne. An Vielfalt haben sie kein Interesse. Was macht die Politik? Sie spielt eine undurchsichtige Rolle. Ja. Währenddessen engagieren sich mehr und mehr Menschen, um die alten Sorten zu retten. Er macht sich auf die Suche. Andreas Hoppe, nicht nur Tatortkommissar, sondern im echten Leben ein Verfechter regionaler, gesunder Ernährung. Angeblich gibt es in Deutschland 2500 Apfelsorten. Die Frage ist nur, wo? Wo ist der Bittenfelder Sämling? Wo ist Herzogin Olga? Oder Gerins Rambur? Hier gibt es auch nur die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel diesen Granny Smith. Das ist ein Normapfel. Den gibt es von Italien bis nach Norwegen in den Regalen. Und er sieht überall gleich aus. Die Vielfalt, die ist verschwunden. Ich habe im Internet 751 verschiedene Bohnensorten gefunden. Tja, hier gibt es für jedes Gemüse nur eine Sorte. Ich würde jetzt gerne einen Vetriner Taubenapfel essen. Oder einen Öhringer Blutstreifling oder eine Möhre namens Ochsenherz. Was ist passiert? Wo sind die alten Sorten? Ich werde mich auf die Suche machen. Beim Tatort habe ich schon so manchen Fall aufgeklärt. Und als Kommissar im Kühlschrank habe ich versucht, die Menschen für regionale Produkte zu begeistern. Gestatten, ich bin Andreas Hoppe. Mein selbstgestellter Fahndungsauftrag? Die seit Jahrhunderten kultivierten alten Sorten. Ich will wissen, warum sie so massiv verschwinden und wer ein Interesse daran hat. Was man heute vor allem sieht, sind Monokulturen. Alte Sorten, das war einmal. Früher wurden Obst und Gemüse über Generationen vermehrt und immer weiter verbessert. Dadurch kamen sie mit dem örtlichen Klima und verschiedenen Schädlingen besser zurecht als Industriezüchtungen. In den Gärten gab es hunderte von Gemüsesorten. Jede sah anders aus und hatte einen ganz besonderen Geschmack. Aber heute findet man überall in den Läden nur das gleiche Sorten einerlei. Ich kümmere mich jetzt zuerst mal um die Äpfel.